Hallo ihr Lieben, Sandra ist noch gar nicht im Bild, so weit weg. Hallo. Ich komme zu dir. Also wir sind jetzt schon 2,5 Stunden unterwegs, mhm. Richtung Berlin. Läuft ganz gut. Kalea fährt wie am Schnürchen. Kann man nicht meckern. Ja, und wir sind das allererste Mal jetzt mit ihr unterwegs. Seit gestern hat sie die Wohnmobil-Ummeldung. Zulassung, Abnahme. Zulassung, egal. Alles super geklappt. Waren ganz, ganz nette Männer da beim TÜV. Und eine super nette Frau. Auf jeden Fall. Wir hatten nämlich tatsächlich ein kleines Problem im Wiegen. Man muss ja das Kerlchen vorher wiegen. Und dann sind wir da hingefahren, wo der TÜV uns gesagt hat. Mhm. Und dann hat die junge Dame uns erklärt, dass die das gar nicht machen. Nein. Und uns leider auch gar kein Dokument ausstellen können, zumindest nicht offiziell. Nein. Sondern sie kann uns nur einen Fresszettel schreiben. Mhm. So ein kleines Zettelchen ist das. Hat sie dann gemacht und das erste Mal hat sie drauf geschrieben, dass wir 27 Tonnen wiegen. Ja. Mal kurz das Komma falsch gesetzt. Und dann sind wir zum TÜV und dann ging es ratzfatz. Ich glaube, wir haben 5 Minuten gebraucht. Ja. Das war echt gut. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Berlin. Zur ITB. Und zum Berlin Travel Festival. Hey, da und draußen gerade eben fängt es an zu schneien. Hey, ist ganz egal. Wir sind tapfer in unserem Busle. Wir schaffen das. Natürlich nehmen wir euch mit. Viel Spaß euch und danke, dass ihr immer einschaltet. Liebe Grüße. Er hat schon mal eine Dose mit dem Taschenmesser aufgemacht. Es ist unser erstes Mal. Die Sandra will Ravioli, aber wir haben gar keinen Dosenöffner dabei. Aber Ravioli. Und da ich immer ein Taschenmesser dabei habe und sie mich deswegen immer auslacht. Naja. Du brauchst jetzt nicht alles filmen, wenn ich mir die Finger breche. Nee. Ich wollte nur sagen, willkommen in Berlin. Willkommen in Berlin. Es regnet. Zum Glück kein Schnee mehr. Sandra kocht. Es gibt was total Leckeres. Sandras Lieblingsessen. Naja. Nein. Aber eins ihrer Favoriten. Camping-Lieblingsessen. Nur gibt es sehr, sehr selten, weil ich esse es eigentlich nicht gern. Was gibt's? Ravioli. Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Wir haben sehr, sehr gut geschlafen und es war auch nicht zu kalt. Wir haben uns richtig gut gewärmt mit Decken und mit Wärmflaschen. Aber zeig mal, was draußen passiert ist. Ja, das zeige ich jetzt. Achtung. Ich drehe mal die Kamera. Katrin macht uns jetzt Kaffee mit Aeropress. Oh, Aeropress und mit ihrer ganz neuen, wie heißt die? Hunt Brothers Kaffeemühle. Hunt Brothers Kaffeemühle hat sie den Kaffee vorher gemahlen. Will und es ist keins dabei, dann esse ich lieber keins, bevor ich nach Ketchup frage. Es stimmt, aber wir schaffen es.
So, nach 2,5 Tagen ITB sind wir jetzt weiter aufs nächste Festival. Also wir müssen noch ein paar Minuten länger durch, ich meine Uhr geht falsch, aber jetzt ist sie gestellt. Also, ja, ich habe auch schon eine Mütze bekommen, ja, von Lax, genau, von Lax. Und wie es aussieht, fahren wir zu den Jungs in dich mal. Da wird es wohl was Cooles geben, saugeile Sachen. Hier auf dem Berlin Travel Festival sind echt viele geile Vorträge. Welche Marke ist das denn? Und jetzt gibt es gerade Primus. Primus, was ist denn Primus? Wonder Woman ist, hat einen neuen Schlüsselanhänger die Aufkleber auf unsere Superbox, die wir gestern einfach noch hatten. Wir haben alle Geschenke gekriegt. Ja. Ganz tolle Aufkleber. Und wir machen ja jetzt so ein bisschen Living the Van Life, zumindest auf Etappen. Ja, und Don't Knock If You Don't Rock. Superbude Hamburg, volle Empfehlung. Guten Morgen aus Berlin, der nächste Tag. Heute ist Samstag. Haben wir nicht schon guten Morgen gesagt? Und ich habe gesagt, wir waren schon duschen. Stimmt. Also nochmal hallo. Guten Mittag nämlich. Ja, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht. Es ist heute ein bisschen kälter. Ja. Gefühlt wahrscheinlich. Und da ist der Humboldt-Park und ja. Was für ein Ding hast du gesagt? Irgendwelche Türme. Kassemann! Nee, keine Ahnung, überhaupt Türme. Gar nicht. Und hier sind nämlich auch die Berliner Unterwelten. Vielleicht gehen wir auch noch rein. Ich weiß nicht, ob er spontan ein Ticket bekommt, weil man das natürlich wieder im Internet vorbuchen musste. Keine Ahnung. Genau. Aber wir gehen jetzt mal da hoch, auf diesen Turm. Und schauen mal, was wir sehen. Das da unten ist unser Campingplatz und ungefähr da, hinter diesen zwei weißen Autos, da steht unsere Kalea. Nur ungefähr. Ja, genau da. In Berlin gab es genau 6 von diesen Flaktürmen und auf jeden Fall einer ist hier im Humboldt-Park noch
erhalte. Und es ist kein Flakturm mit G, so Flagge? Wie Flagge. Es ist ein Flakturm, da hat man sich hingeflackt und ausgeruht. Nein, die waren da, um feindliche Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg früh genug zu erkennen, mit Radar und mit allem drum und dran, um sie dann natürlich abzuschießen. Und Flaggen. Da wird die Flagge gehoben, so wie heute auf dem Flughafen, da kommt es her. Achtung, Flugzeug, rein, raus, links, rechts und dann hingeflackt, weil man völlig fertig war von der Arbeit. Ja. Und wenn man hier diese Berliner Unterweltentour mitmacht, dann gehört es wohl dazu, dass man hier in diesem Turm und da unter dem Turm eben auch noch rein darf und noch mehr erzählt bekommt. Aber da ist niemand. Warum ist da was im Baum? Ist es hochgewachsen? Ja, das habe ich eben auch schon gefragt. Ja, aber du hast es nicht unsere Zuschauer gefragt. Nein. Hier. Wie kommt das dahin? Das wird ein ewiges Rätsel bleiben. Also direkt am Humboldtpark ist es hier, Berliner Unterwelt, hier hinter mir. Da bekommt man die Tickets und es gibt, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Führungen. Manche sind ganzjährig geöffnet und manche eben erst am April. Aber dafür haben wir jetzt leider keine Zeit. Wir gehen jetzt weiter. Wir fahren nämlich jetzt den Bus 100. Das wollten wir beim letzten Mal schon machen. Der fährt wohl ungefähr die gleiche Route wie so ein Hop-on-Hop-off-Bus. Und den 100er Bus könnt ihr nämlich im Tagesticket, Wochenendticket, wie auch immer Ticket fahren oder normalen Ticket. Also wesentlich günstiger. Mal lass die Zeit sehen. Wenn ihr mal am Alex aussteigt, dann braucht ihr gar nicht weit laufen, um einen echt extrem geilen Döner zu essen. Es war der beste Döner, den wir jemals gegessen haben. Das heißt einfach nur Döner und Pizza und ist im Alex U-Bahn, S-Bahn, Bahnhof mit ihrem Gebäude. Drin. Gebäude. Genau. Sehr, sehr, sehr geil. Ich sitze für den Bus. Eigentlich wollte ich nur mit dem Bus 100 fahren, weil er die schönere Strecke fährt an Brandenburger Tor vorbei. Aber heute ist eben eine Dienstagsfahrt. Vermute ich wegen Fußball. Berlin halt. Weil die Akro Freiburger sind da. Jetzt haben wir wieder 200 und haben noch nicht wirklich was gesehen, aber es kommt noch etwas Interessantes. Potsdamer Platz mal vorbei. Und dann gehen wir nachher noch mal und treffen uns da mit ein paar Leuten. Vielleicht gehen wir aber auch schlafen, wenn die Sache gehört. Ich bin nicht ganz. Wir sind jetzt doch noch im Bus 100, allerdings ist diesmal kein Doppeldecker. Und er ist so voll, dass man nichts sehen kann. Also, es ist kein Geheimtipp mehr. Warum nicht? Heimweg von Berlin. Berlin war wieder wunderschön. Wir reisen heute schon ab. Eigentlich wollten wir bis morgen bleiben, also heute ist Samstag. Eigentlich wollten wir bis Sonntag bleiben. Wir sind nicht mehr aufs Travel Festival, sind noch ein bisschen rumgefahren in der Stadt, haben noch ein bisschen was zu trinken gekauft und fahren jetzt nach Hause. Was soll ich sagen? Was du willst. Ich probiere eine neue App, die heißt Waze. Kennt die jemand? Wir hören Hörbuch und in 5 Stunden 44 sollten wir zu Hause sein. Ja, schön, dass ihr dabei wart auf unserer Berlin-Reise. Im April sind wir übrigens wieder in Berlin.
Weil wir dort eine Foto-Workshop-Reise machen. Und es sind noch Plätze frei, also wenn du Lust hast, dann komm doch einfach mit. Infos findest du bei littlebluebag.de. Ich weiß nicht, warum sie gerade so komische Sing-Sang-Geräusche beim Regen macht. Keine Ahnung. Also wir würden uns freuen, wenn noch der ein oder andere dazustößt zu unserer Fotoreise in Berlin. Infos auf www.littlebluebag.de. Das wird großartig. Ihr werdet neue Ecken entdecken. Wir haben sogar zwei Teilnehmer aus Berlin direkt. Die werden wahrscheinlich ihr Berlin so erleben, wie sie es noch nicht erlebt haben, weil meistens sieht man ja die schönen Sachen nicht mehr, die vor der Haustür liegen, wenn man da wohnt. Geht zumindest uns so. Und sie werden es mit uns erleben. Und sie redet schon wieder so. Also gut, das war's. Wir fahren nach Hause. Stay marvelous. Katrin und Sandra. Und nicht vergessen, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ciao. Tschüss.